Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Hier um die Ecke haben wir ein kleines Lager vor uns. Das nehmen wir uns doch direkt zu Beginn einmal zu Herzen, aber erst die Blut. Da ist es. Ich habe viel zu früh mit dem Schleichen angefangen, merke ich gerade. Okay, sag mal her. Gut, da schlafen noch ein paar. Was ist denn hier meine Aufgabe? Kriegsvorräte verbrennen und einen Schatz plündern, okay. Nein. Das sind die Kriegsvorräten, die mittendrin stehen. Das wird ein bisschen kniffliger. Okay, ich könnte einfach ein Feuer drauf werfen. Och, dann gib mir aber das Loot. Aber auf der anderen Seite wäre ich so schön leise. Kann ich hier durch? Ich käme hier tatsächlich direkt wieder durch. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit treffe. Smooth! Mir ging zwar das Loot, aber dafür war ich smooth. Entschuldigung. Ich glaube, ich will erst zum Aussichtspunkt. Lasse man mich erst zum Aussichtspunkt. Der ist wahrscheinlich hoch, deswegen macht es keinen Sinn, dass ich runterlaufe. Jetzt laufe ich gerade straight drauf zu. Ich erkenne noch nichts, was einem Aussichtspunkt würdig wäre. Er sagt aber, ich soll runter, hä? Lauf einfach mal weiter drauf zu und guck, was passiert. Ein kleiner Vorsprung, okay. Ich werde aber nicht ins Wasser springen. Es dauert dann wieder ewig, bis ich an Land bin. Okay, jetzt haben wir links einmal das Fragezeichen, rechts einmal die Quest. Wir gehen einmal erstmal zum Fragezeichen. Okay, es ist einfach nur der Ort hier. Alles klar. Und da haben wir unseren Questgeber. Ja, ja, der sieht schon aus wie so ein Questgeber. Läuft auf und ab, sieht völlig besorgt aus, redet mit sich selbst. Stimmt etwas nicht mit deinen Waren? Hä? Ist deinen Waren etwas passiert? Tölpel sind passiert. Sie ließen mein Obsidianglas fallen und haben es zerbrochen. Du hast es auch getragen. Hast du etwas gesagt, Welpe? Ich sagte, verflucht seien diese Tölpel. Ganz genau. Nun brauche ich mehr Obsidian. Wenn du mir etwas bringst, Söldnerin, soll meine beste Klinge dir gehören. Sind wir im Geschäft? Das sollte reichen. Du bist gut ausgestattet. Bist du Händlerin oder Söldnerin, ha? Ausgezeichnet! Das wird reichen. Bitte schön, Söldnerin, wie versprochen. Okay, das ging schnell. Ja gut, wenn ich halt noch welches hatte. Welches war denn das Obsidianglas? Ah, da bin ich falsch. War das das hier? Nee. Das hier? Kostbare Edelsteine. Davon habe ich so viel. Ich bin wirklich zu gut ausgestattet. Ich könnte meinen eigenen Handel aufmachen. Ich mache jetzt auch alles Blaue kaputt. Ich bin jetzt gerade eher an Ressourcen interessiert. Ihr habt das Gefühl, ich habe gerade gut Geld, deswegen. Ressourcen ist zwar auch nicht so schlecht, aber habe ich immer noch das Gefühl, dass ich mehr. Da will ich eigentlich nur, dass das Ausrufezeichen immer weggeht. Da waren unten immer noch welche. Okay, gut, dann halt nicht. Ja, gut. Das kann ich noch gar nicht tragen. Ja, Stufe 49. Krone des Persos. Sieht aber ganz hübsch aus. Aber ich bin auch gerade ganz zufrieden mit meinem Outfit. Das könnte ich eigentlich mal verkaufen, oder?
Aber jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich habe jetzt gerade das hier. Ah ne, es ist ja legendär. Ich kann es gar nicht verkaufen. Haha. Ich muss mal wieder auf mein Boot. Chance, den halben Schaden zu ignorieren. Ich könnte hier auch einfach mal irgendein Ding reinhauen. 20% Giftschaden hat sich natürlich auch verloren dann. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen Effektivität und Schaden? Ach komm, das hört sich ganz nett an. Jetzt muss ich nur kurz anpassen. Gut, das sieht zwar auch nicht schlecht aus, das könnte man auch so lassen, aber boah, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da hatte. War das der Söldnergürtel? Ja, doch. Ich mag das Outfit gerade, ich will es erstmal so beibehalten. Das war das Richtige, oder? Ja, doch, sieht auf jeden Fall so aus. Okay, gut, das ging jetzt schneller als gedacht. Der Herr wollte nur etwas von meinem Glas. Dann kann ich jetzt eigentlich, ich bin jetzt hier in der Ecke erstmal so fertig. Ja, die ganzen Sanduhren-Dinger, das ist nichts. Man muss sich auch nicht unnötig länger mit Sachen aufhalten. Der will immer noch Zähne von mir. Ich habe immer noch keinen Löwenfangzahn und auch keinen Luchsfangzahn. Deswegen mache ich mich hier auf den Weg hin. Gehe dem Verbleib des Schwertfisches in der Oktopusbucht nach. Das gehört immer noch zu der Minotaurus-Quest. Aber wenn es so weitergeht, dann könnte ich es doch noch in dieser Folge wagen. Ich habe echt von Leuten gelesen, die da irgendwie stundenlang oder halt wirklich eine Stunde lang dran hingen und es dann erst geschafft haben. Das hat wieder so, das hört sich halt so ein Classical Dark Souls Gegner an. Irgendwie immer dieselben Moves, hat vielleicht ein, zwei verschiedene Muster, aber sein Hauptding ist halt, dass er einfach unfassbar viel Energie hat und unfassbar viel einstecken kann. Das reizt mich eigentlich so überhaupt nicht, aber so ein mythisches Wesen möchte ich dann auf der anderen Seite doch mal treffen und vielleicht töten. Also oft treffen und dann vielleicht töten. Habe ich da gerade keine Soundbugs im Ladebildschirm gehört? Hat es gerade so ein bisschen gekrisselt? Oh, es krisselt. Jetzt tun wir das doch nicht in der letzten Folge an. Diese Fischer sollten etwas über den Schwert. Echt jetzt? Ach komm, jetzt hör da auf. Mach doch sowas nicht. Warum? Ein Schwertfisch. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Ist erbarmungslos. Schneide Männern die Nasen ab. Das wird wahrscheinlich gespeichert haben, als ich hier angekommen bin, oder? Ja, aber es wird nichts bringen. Eigentlich, das letzte Mal musste ich die komplette PlayStation neu starten. Selbst dann hat es nichts gebracht. Selbst dann war es irgendwie noch so leicht vorhanden. Noch da, ne? Oh Gott, ich bin zu viel, um jetzt den Stress anzutun. Okay, ich habe einen unkonventionellen Vorschlag. Ich beende die Folge jetzt. Also, nee, ich beende sie nicht. Ich beende diese Aufnahmesession, weil ich bin jetzt echt. Es wäre wirklich die letzte Folge gewesen. Das ist mir jetzt gerade zu Stress. Ich bin echt zu K.O., da jetzt irgendwie lange drum zu spielen. Und ich weiß, dass es eh nicht funktionieren wird. Ich werde diese 9 Minuten, bei denen wir jetzt gleich sind, ich packe die dann einfach an die erste Folge der nächsten Aufnahmesession, wo ich mich dann wahrscheinlich auch den Minotaurus stellen muss, aber dann hoffentlich ohne Soundbugs. Also, für euch kommt es ja auf dasselbe hinaus. Ah, ich habe jetzt echt keinen Bock, da lange dran rumzuspielen. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich gar nicht. Ich verabschiede mich aus der Aufnahmesession, aber ihr könnt jetzt Hallo zu Zukunftspoison Rose sagen, die ich wahrscheinlich hasst. Weil ich sie gleich gegen den Minotaurus kämpfen darf. Oder zumindest bald. Ich bin raus aus der Sache. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Tschüss und bis jetzt. Ja, hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer frisch neuen Aufnahmesession. Jetzt hoffentlich wieder ohne Soundprobleme und er hat mich genau da rausgelassen, wo ich gehofft hatte, dass er mich rauslässt. Dann versuchen wir dieses Gespräch doch... Gespräch? Dieses Gespräch, jetzt habe ich aber diese schon... Diese Fischer sollten etwas über den Schwertfisch wissen. Also wo ist der Schwertfisch? Warum ist das, war das letzte Mal auch schon halb voll? Egal, den alten Knacker können wir nochmal ansprechen, diesmal hoffentlich... Ich hörte, du suchst einen gewissen Fisch. So hört sich das ja schon viel besser an. Ein Schwertfisch. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Er ist erbarmungslos. Schneidet den Männern die Nasen ab.
Weißt du vielleicht, warum alle erschrecken, wenn ich seinen Namen erwähne? Der Schwertfisch kontrolliert Herakleon und jeden, der hier lebt. Wo ist er? Den hat lange keiner mehr gesehen. Aber es gibt Gerüchte, er kontrolliere Herakleon von einem Untergrundversteck aus. Das ist absurd. Es ist alles, was ich weiß. Wenn er so gefährlich ist, warum sprichst du dann mit mir? Ich bin alt, müde, habe keine Lust mehr, Abgaben zu leisten. Wenn du ihn erledigst, wären wir alle besser dran. Sprich kein weiteres Wort, Malakka. Ich habe Befehle. Wer über den Schwertfisch spricht, muss sterben. Dein Ernst? Greift er mich jetzt an, oder nicht? Ich dachte, ich muss sterben. Mir bloß kein Ärger hier. Ich dachte, ich muss sterben. Ich dachte, ich muss sterben. Ich dachte, ich muss sterben. Du hast doch gesagt, ich muss sterben. Warum sterbe ich denn jetzt nicht? Los! Oh, Entschuldigung. Ich werde dich im Auge behalten. Okay, das war die leerste Drohung, die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Es stand da aber auch so komisch. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Aber dieses Boot sieht so aus, als wäre es für mich gedacht. Um jetzt vielleicht endlich zum Schwertfisch zu kommen, von dem wir schon so viel gehört haben. Ist das die Höhle mit den Körperteilen? Weil dann war ich hier schon mal. Das ist bestimmt die Höhle mit den Körperteilen. Das ist es. Warum muss es die Höhle mit den Körperteilen sein? Ich muss erstmal hier den Haifisch töten. Und den auch. Wie viele haben wir denn hier? Bevor ich gleich einen übersehe. Guck mal, da schwimmt auch noch einer rum. Zum Glück habe ich hier eine ganz gute Position. Wo ist er denn? Jetzt stimmt er, jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt hat er gesehen, dass irgendwie seine ganzen Freunde hier an der Stelle sterben. Da dachte er sich, hey, das ist nicht so schlau. Aber hat trotzdem weitergemacht. Ah, Mann. Ich will nicht rein. Nicht nochmal. Ich bin gegen einen. Oh Gott! Bei den Göttern, was geht hier vor? Schwertfisch. Jetzt hat sie es zumindest mal kommentiert. Okay, gut. Nichts mit anschleichen. Deimos, ich wusste, du kommst. Hund, Hund des Kosmos, willst du mich beißen? Ich will dir dein Gesicht abziehen, Schwertfisch. Glaubst du, ich hätte mich hierauf nicht vorbereitet? Ich bin hier wegen... Ich gehe nicht zurück. Nie gehe ich zurück. Was ich dem Kult ausschulde. Ich steige aus. Du willst das Artefakt? Geh und hol es dir. Einmal Kultist, immer Kultist. Was willst du dann von mir, Deimos? Antworten. Und du wirst sie mir geben. Ich dachte, ich lüge einfach mal. Was ist passiert? Was hat dich so ruiniert? Der Minotaurus ist passiert. Oh, stimmt. Hatte Glück. Aber Nikios, der Kult des Kosmos versprach mir alles, aber nicht das. Wie bist du hier gelandet? Ich verstecke mich im Dreck. Und vor ihnen. Ich kann mich nicht mehr zeigen. Aber Herakleon gehört mir. All der Fisch und die Einwohner. Du bist verrückt. Ein bisschen. Wie bist du in das Labyrinth gelangt? Nikios hatte den Schlüssel. Er steckte ihn in die Stele. Du kannst nicht dort hinein. Er bringt dich um. Dann flieht er und tötet uns alle.
Du unterschätzt mich. Das hat Nikios auch gesagt. Ich erfüttere dich an die Haie! Super Power Angriff. Was habe ich hier denn noch so? Ah, scheiße, das funktioniert ja nicht. Ah! So, dann machen wir den noch mal. Jetzt aber, oder? Immer noch nicht. Ja. Mit dem Schwert kann er doch nicht umgehen. Ach, der war jetzt nicht so schlecht. Wir waren halt einfach nur besser. Man findet überall Drachmen, wenn man nur richtig hinsieht. Es bedarf nur etwas Überzeugungskraft. Einer Erzählung nach trank der Mann, der als Schwertfisch bekannt war, seinen Wein immer aus demselben Becher, dem ausgehöhlten Schädel seines ersten Opfers an den Kosmos seinen eigenen Vater. Auch an diesem Mann nagte der Zahn der Zeit wie an uns allen. Nach einem Leben voller Boshaftigkeit versuchte er, sich vom Kult zu befreien. Er weigerte sich, an dem Treffen in Delphi teilzunehmen und er beugte nie das Haupt vor Demios. Alte Gewohnheiten, ganz gleich wie finster sie auch sein mögen, legt man nur schwer. Ein gebrochener Mann, verfolgt vom Minotauros bis zum Schluss. Hier alle schon gelootet. Auf der Suche nach Antworten. Damn you, Vergangenheitspoison Rose. Ich hab da echt keinen Bock drauf gegen den Minotaurus. Ich glaube, sollte ich vorher vielleicht nochmal einen Schmied heimsuchen? Ist das die einzige Art und Weise, wie ich hier rauskomme? Gut, wenn ich jetzt eh Schnellreise machen muss, machen will. Oh Gott, warum ist die Karte denn so hoch? Hier gibt es keinen Schmied. Aber hier gibt es einen Schmied. Der will auch immer noch Fangzähne von mir. Der aber, da kann er lange warten. Ich würde, glaube ich, schon gerne nochmal zu einem Schmied gehen. Bevor ich jetzt tatsächlich einen auf Minotaurus-Töter machen möchte. Was ich eigentlich gar nicht machen möchte. Ich muss auch die Folge eigentlich ein bisschen kürzer halten. Weil wir hatten ja schon 8 Minuten von der alten. Dann sind wir jetzt bei 18. Okay, ich glaube nicht. Entweder mache ich eine Überlängfolge. Ich glaube aber auch nicht, dass ich... Ich glaube überhaupt nicht, dass ich es überhaupt schaffe. Um es zusammenzufassen. Und wenn, dann nicht bei den ersten Versuchen. Schmied. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal im Schmied war. Tatsächlich, aber vor so einem großen Kampf, da ist es ein natürlicher Instinkt, sich nochmal vorzubereiten. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Wollte mich schon wieder jemand prügeln? Good day. Du suchst etwas. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal hier war. Okay, es ist anscheinend nicht so lange her. Nein, es ist nicht so lange her. Das war ich überlegen zu machen. Gut, den habe ich aber auch vor einer Weile erst. Tempo des Bodens. Habe ich das schon? Ah, ne, den habe ich aber auch. Ach, den habe ich letztens erst auf 48.
Kann mich zum Beispiel schon gar nicht mehr dran erinnern. Okay, 4% Chance auf kritischen Treffer. Hab ich da noch irgendwas Besseres? Kriegerschaden, Schaden bei aufgeladenem Bogen, Jägerschaden, Kopfschussschaden, Feuerschaden. Für alle Schäden. Schaden bei Angriffen von hinten. Entschuldigung. Feuerschaden und Wirkung. Fächerschuss, wenn dieser Vorteil für mehrere Gegenstände aktiv ist, werden die Kosten... Achso, das ist dann... Das sind diese Special... Vielleicht sollte ich ein paar Punkte... Ich hatte ja, glaube ich, erzählt, dass ich mir ganz kurz... Ich habe ganz kurz in ein Video reingeguckt mit dem Minotaurus. Und die waren alle sehr begeistert von ganz viele Pfeile schießen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch sein. Okay, dann habe ich den aber eigentlich... Das war mir jetzt wichtig. Ich war das letztens erst hier, ne? Merke ich gerade selbst. Also nie... Oh, warte. Nein, jetzt bin ich verwirrt. Verbessern? Ich glaube, ich muss mal mein Schwert austauschen, oder? Warte, hier, Dude, ich komme gleich nochmal wieder. Wenn ich etwas tun kann, sag es nur. Mhm. Dieses lilane Schwert ist mir neu. Ist das besser als das, was ich gerade habe? Nee, 46. Ach, das habe ich gerade. Das habe ich auch erst aufgelevelt. Wo hatte ich das ganze Geld her? Okay, well. Warte, irgendwas war bei den Armen neu. Es sind jetzt gerade Kampfvorbereitungen, okay? Das ist very important. Siehst du? Kriegerschaden, Attentatschaden, Gift, aber hier hatte ich meine Gift- und Brandeffektivität, also die Gifteffektivität eigentlich und 10% Gesundheit und so viel. Ja, die 93 mehr Rüstung. Das lohnt sich ja dann auch nicht unbedingt. Was haben wir hier? Das ist sogar schlechter. Okay, ich probiere es noch einmal. Ich weiß auch nicht. Den Sinn des Lebens, mein Herr. Ich weiß aber nicht, ob sie mir den geben können. Deswegen habe ich jetzt gerade, könnte ich ein bisschen Rüstung rausschlagen. Kostet aber auch einiges. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Habe ich irgendwas noch ganz weit unten? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also Stufe 48. Ich habe gerade nichts unter... Ja gut, das Ding ist halt noch auf 44. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Habe ich irgendwas, was ich noch nicht graviert habe? Mein Schwert habe ich graviert. Das Ding benutze ich eh nicht. Das habe ich... Hier. Guck mal, das hier kann ich zum Beispiel. Was haben wir denn so? Schwertschaden. Kopfschussschaden. Wieder Fernkampf. Widerstand, Schaden gegen spartanische Soldaten, kritischer Schaden, Chance, den halben Schaden zu ignorieren. Ich gehe mal auf kritischen Schaden. Hatte ich, glaube ich, noch nicht so viele. Das habe ich graviert, das habe ich graviert. Mein Rückstück kann ich noch gravieren und dann habe ich alles einmal graviert. Attentatschaden, Chance, kritischer Treffer, Gesundheit, Gesamtrüstungswert ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber ich glaube, das ist eh, also jetzt zumindest allein auf den Minotaurus bezogen, das ist so ein One-Hitter. Ich glaube, wenn er mich einmal hat, dann war's das. Ach du, du hast ja keine Ahnung, wie nötig ich das gerade habe. Reichen wir da jetzt hin? Da gab es auch einen Schnellreisepunkt, oder? 400 Meter, das ist immer noch schneller, wenn wir da jetzt einen Schnellreisepunkt nehmen. Was ist denn jetzt hier? Bin ich dann wieder da unten? Gucken wir mal, wo genau mich jetzt raussetzt. Also ob ich jetzt direkt wieder unten da beim Eingang bin oder eigentlich muss ich erst mit dem Jungen auch nochmal sprechen. Eigentlich will ich da auch gar nicht rein. Jetzt stehe ich wieder hier. Jetzt muss ich wahrscheinlich erst nochmal nach oben laufen, ne? Ja, das hat's ja gebraucht. wie komme ich da hoch? Und dann darf ich wieder runterlaufen. Ja gut. Ist immer noch besser, als wenn ich jetzt hingeritten wäre. Ich glaube, das hätte noch länger gedauert. Ach, wäre das schön, jetzt hier hochlaufen zu können und es schon geschafft zu haben. Das Internet zu haben. Ardos, genau so hieß der junge Mann. Du machst dir nicht jetzt schon wieder Soundbugs, ne? Ich höre sowas. Du, ich schwöre, ich habe sicher nichts gestohlen. Der alte Aufpasser sagte du. Was? Er hat mit dir geredet? Hat er dir etwas über meinen Pater erzählt? Nein, hat er nicht, aber... Und was ist mit dem Sammler? Er sagte, du seist wie dein Pater. Wirklich? Das ist schön zu wissen. Hör mal, der alte Verwalter sagte du... Warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Du hast ihn gefunden, oder? Er sagte, der Schlüssel muss in die Stele. Oh,
Ich weiß, wo die Stele ist. Aber warte. Von was für einem Schlüssel sprichst du? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, habe ich nicht. Moment, was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Labyrinth, eine Scheibe. Oh. Du meinst das alte Ding hier? Ich habe mich schon immer gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man eine Scheibe platzieren müsste. Eine Stele. Oh, und was machen wir jetzt? Wenn wir die Scheibe in die Stele stecken, sollte sich der Eingang zum Labyrinth öffnen. Und dann kommt der Minotaurus. Und du wirst auch meinen Pater retten, oder? Ardos, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass dein Vater noch... Er lebt, ich weiß es. Wir müssen nur schnell sein. Wie lange ist er jetzt schon da unten? Sieht aus wie ein Teil von Theseus' Rüstung. Jetzt geht's runter. Jetzt geht's abwärts, Kinders, jetzt geht's abwärts. Ich komme aber auch so zeitlich nicht hinterher. Ich meine, wenn es jetzt vor ein paar Stunden passiert wäre, dann hat er sich vielleicht irgendwo verstecken können. Und oh Gott, er wartet schon. Und der Papa lebt vielleicht noch. Aber das ist doch schon alles eine halbe Ewigkeit her. Selbst wenn der Minotaurus ihn nicht erwischt hat, was soll der denn da unten essen? Der ist doch 100 pro tot. Kinder, ey. Können einfach nicht akzeptieren, wenn ihre Eltern tot sind. Oh Gott. Ah, ich will da nicht rein. Oh Gott, hör auf zu hüpfen. Ja, ich will wieder zurück. Lass mich zurück. Ich kann nicht zurück. Ich muss ja jetzt. Ich muss es zumindest versuchen. Auch wenn es mein sicherer Tod sein wird. Ein paar Male. Gehst du da? Ich wollte schon sagen, spring da bloß nicht runter. Tschö. Spring da bloß nicht runter. Warte, bevor ich da reingehe. Siehst du, da machen wir nochmal alle wieder voll. Jetzt können wir rein. Sind eigentlich schon am Ende. Warte, wir sind hier jetzt hier bei 20, ob. Bin ich jetzt direkt im. Oh Gott, nein. Das ist nicht minoisch. Was ist das? Unglaublich. Er ist echt. Okay, Leute. Ich bin jetzt extra fies. Wir werden dafür sowieso eine Weile brauchen. Mehrere Folgen oder mehrere extra lange Folgen. Aber bevor wir hier reingehen, beende ich die Folge. Cliffhanger. In der Hoffnung, dass es euch gefallen hat und dass ihr dann das nächste Mal mit dem Minotaurus wieder mit dabei seid. Bis dahin.